Herzlich willkommen zu Adventskranz Kerzenglanz, dem digitalen Adventskalender aus St. Petri. Ihr merkt, wir sind in der Kirche, ihr merkt, die Kirche ist offen, es gibt ein paar Geräusche, Martinshörner, ein paar Gespräche, ein bisschen Geklapper in der Kirche. Und ich habe zu Gast unseren Hauptpastor Jens Martin Grose. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Und wir haben gerade ein paar Kerzen angezündet. Wir haben heute Donnerstag, den 10.12. Und das ist ein Tag, der ein besonderes Jubiläum in sich trägt. Dazu wird uns jetzt Martin Grose gleich ein bisschen was erzählen. Denn das, was ihr hinter uns seht, hier diese kleinen Füßlein, die gehören zu Martin Luther, der im großen Gemälde hängt am Eingang der Martinskapelle. Ich blende gleich ein paar Fotos ein, dann werdet ihr ihn auch in Gänze sehen und die entscheidenden Details auch wahrnehmen können. Und Jens Martin, warum ist heute, dieser 10.12., so ein wichtiger Tag? Heute vor genau 500 Jahren hat Martin Luther vor dem Elstertor in Wittenberg, der kleinen Stadt, wo er gelebt und gewirkt hat, die Bannandrohungsbulle, das kanonische Recht und auch andere Schriften verbannt. 10. Dezember ist genau 60 Tage danach, als er im Oktober die Bannandrohungsbulle in Wittenberg erhalten hat. Er hatte eine 60-tägige Widerrufsfrist und am letzten Tag, da entscheidet er sich zu seiner Antwort. Am letzten Tag der Frist. Der Frist, ganz genau. Man hatte erwartet, dass er, es waren 40 Sätze aus seinen Schriften, die sollte er widerrufen und dann wäre der Konflikt beendet gewesen. Aber was macht er am 60. Tag, dem 10. Dezember 1520? Er geht vor das Elstertor, das Stadttor in Wittenberg, macht einen großen Haufen, ein Riesenspektakel mit den Studierenden von der Universität und wirft symbolträchtig die Bannandrohungsbulle ins Feuer. Und verbrennt sie. Ja. Damit wird sie verbrannt. Und damit ist nicht nur eine Bulle verbrannt, sondern damit geht der Weg auseinander zwischen der römisch-katholischen Kirche und der dann sich bildenden, im Entstehen begriffenen evangelisch-lutherischen Kirche. Von daher ist dieser 10. Dezember symbolisch ein wirklich aufgeladener Tag. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, weil anders als die 95 Thesen, ist dieser Tag der Tag, mit dem sozusagen das Flock eingeschlagen wird, mit euch nicht mehr. Mit euch nicht mehr, also mit einer, also pathetischer kann man eine Geste ja nicht zelebrieren und auch ein, sagen wir mal, ein Verfahren missachten, zu sagen, ich. Man kann natürlich Luther gut verstehen. Ja, natürlich. Nicht umsonst sind wir in dieser Kirche. In dieser schwierigen Lebenssituation. Ja. Er weiß, mit der Exkommunikation ist automatisch die Reichsacht verbunden. Ja. Ja. Er wird vogelfrei werden, er wird alle persönlichen, bürgerlichen Rechte verlieren. Er wird sich vermutlich nicht mehr sicher bewegen können. Jeder kann mit ihm machen, was er will. Alle Versuche seinerseits, ins Gespräch zu kommen, in den Dialog, Antworten zu bekommen, aufgezeigt zu bekommen, wo er sich irrt, was an seinem theologischen Gedanken falsch ist, sind gescheitert. Ja. Also Rom ist an der Stelle dazu gemacht, hat die Antwort nicht gegeben, hat immer gesagt, du bist ein Ketzer, ein Heretiker, hat aber nie gesagt, warum eigentlich. Also man hat ja immer im Kopf, dass Luther so ein, auch so ein Stänkerbüdel war irgendwie und das auch gerne genutzt hat irgendwie, aber du sagst eben, er hat alle Wege der Kommunikation beschritten und das war gefühlt sein letzter Ausweg, zu sagen, und das ist jetzt mein Zeichen. Genau, er hat an den Papst geschrieben, an Leo X., er hat an ein Konzil appelliert, er hat an den Adel geschrieben, an den Kaiser und immer dieselbe Antwort. Ja. Dazu muss man sagen, Luther war auch, glaube ich, eine schwierige Persönlichkeit, ein Dickkopf, ein Dickschädel, der ließ sich auch nicht klein beikommen. Hätte auch sagen können, okay, wenn ihr alle dagegen seid, dann werdet ihr wohl recht haben und ich ziehe das zurück. Nein, Luther hat gesagt, wenn ich nicht durch Gründe aus der Heiligen Schrift oder durch Vernunftgründe widerlegt werde, dann kann ich aufgrund meines Gewissens nicht widerrufen. Ja, so ein Punkt. Punkt. Ja. Die römisch-katholische Kirche hat wenige Tage danach eben genauso harsch reagiert, nämlich am 3. Januar des Jahres 1521 kam dann tatsächlich auch die Bannbulle, die Romanum Pontificem, mit der Luther exkommuniziert worden ist. Auch da wieder, was ist das für ein unglaublich knapper Zeitraum, in der es natürlich noch keinen Ansatz einer Digitalisierung gab, wie schnell das über die Länder ging. Das war alles vorbereitet und man war sich eigentlich auf beiden Seiten sicher, was kommt und was das bedeutet. Und deshalb inszeniert Luther das auch. Okay. Mir sagt das heute, wir müssen ganz behutsam miteinander sein,
damit wir nicht wieder in solche Konfrontationslagen kommen, wo man meint, nicht mehr anders reagieren zu können. Mhm. Und es gehört zu diesem Tag, finde ich auch, heute dazu zu sagen, dass uns das leid tut. Ja. Also man kann sich streiten, man kann diskutieren, aber Bücher verbrennen, das geht nicht. Mhm. Das hängt eben auch mit der Persönlichkeit von Martin Luther zu tun, der sicherlich ein großer Theologe gewesen ist, aber eben auch ein ganz normaler Mensch mit Stärken und Schwächen. Okay. Der gehört nicht irgendwie auf dem Podest und ist auch nicht der Heilige unserer Kirche. Er ist ein wichtiger Theologe und Impulsgeber, aber es gehört zur Ehrlichkeit dazu, auch die kritischen Seiten zu sehen und sie auch ehrlich zu benennen. Ja. Auch weil wir heute hier in St. Petri die Ökumenikirche in Hamburg sind und da ganz viele schöne Akzente setzen, gerade in diesen Tagen mit dem ökumenisch veranstalteten Adventskalender Andere Zeiten, sehen so nach einem anderen Advent, den eben wir in großer ökumenischer Verbundenheit machen, aber auch unseren Reformationsgottesdienst und die Ansgar-Vesper und viele Vorträge, die dazu führen, dass wir heute auf dem Weg sind, näher zusammen zu kommen. Und dieses symbolische Datum, 10. Dezember 1520 und 3. Januar 1521, die stehen irgendwie noch so wie belastende Geister im Raum. Und 500 Jahre danach, glaube ich, ist eine Gelegenheit zu sagen, das räumen wir jetzt mal ab. Okay. Das ist da, die verstecken das nicht, aber wir sind schlauer geworden in der Zeit. Ja. Und es ist unglaublich, wie diese alten Geschichten nachwirken. In beiden Kirchen. Ja. Und deshalb glaube ich, ist es gut, diesen Anlass zu nehmen, zu sagen, also heute sind wir auf einem gemeinsamen Weg, mit viel Verständigung, mit viel Verständnis füreinander. Und heute ist es eine Bereicherung, mit katholischen Christen gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wie das für katholische Christen mit uns eine Bereicherung ist und sich gegenseitig wertzuschätzen in dem, was wir einbringen in eine gemeinsame christliche Tradition. Wunderbar. Das wäre eigentlich schon ein richtig schönes Schlusswort. Gerade jetzt in einem doch recht unversöhnlichen Advent, will ich mal sagen, der uns alle ziemlich aufrührt irgendwie. Aber vielleicht können wir noch einen Blick werfen auf ein ganz paar Details in dem Gemälde, das wir hier hinter uns haben. Wenn ich mich direkt umdrehe, fällt mein Blick sofort auf den Schwan. Viele von euch haben natürlich wahrscheinlich diese Kombination von Luther und dem Schwan in ganz vielen Gemälden schon gesehen. Wir haben das einmal hier. Oben im Herrensaal hängt ein weiteres Gemälde von Luther und da ist der Schwan auch mit drauf. Was hat es damit auf sich? Also zunächst, das ist ein ganz besonderes Stück in St. Petri. Ja. Weil das ist das erste Bild, das es auf der ganzen Welt gibt, das Luther mit dem Schwan zeigt. Wow. Also wir haben sozusagen das Original hier in St. Petri. Mhm. Und es ist ein Motiv, was Luther zugewachsen ist. Die Legende sagt, als 1515 Hus in Konstanz verbrannt worden ist, da hat er gesagt, ihr könnt mich, Hus, verbrennen. Ihr könnt der ebenso ein Reformator war. Genau, in Böhmen. Und der Name Hus heißt übersetzt Gans. Mhm. Und Hus soll gesagt haben, ihr könnt also die Gans verbrennen. Also mich. Mich, Hus. Aber nach mir, 100 Jahren, wird ein schöner Schwan kommen, den könnt ihr nicht mehr das Leben nehmen. Und diese Legende hat man dann in der Kunstgeschichte und auch unter den Reformatoren auf Luther übertragen. Okay. So, deshalb wird seit 1603 eben das erste Mal hier Luther mit dem Schwan dargestellt, als Zeichen dafür, dass er diesen Konflikt überstanden hat und dass die Kirche, die aus seinen Anfängen herausgewachsen ist, eben weiter bestehen wird. Und wir haben das Original. Den Ausgangspunkt hängt genau hier hinter uns. Großartig. Wenn wir jetzt ein bisschen höher schauen, sehen wir ein aufgeschlagenes Buch in der Hand Martin Luthers. Was steht dort? Das ist ganz schön, weil es auch in die Adventszeit und zu Weihnachten passt. Mhm. Das ist eine der Bibelstellen, die für Luther besonders wichtig gewesen sind, aus dem Johannesevangelium, aus dem 3. Kapitel. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gesandt hat. Das ist in Kurzfassung, sozusagen in johannäischer Kürze, die Grundaussage von Weihnachten. Ja. Gott gibt diese Welt nicht verloren, sondern er schickt seinen Sohn, damit wir gerettet werden. Mhm. Und das ist für Luther, als er das verstanden hatte, da schreibt er, ging ihm die Türe auf wie ins Paradies. Mhm. So schön und so wichtig war diese Erkenntnis für ihn. Ja. Und deshalb wird er hier mit der aufgeschlagenen Bibel und diesem Bibelwort dargestellt.
auf das er zeigt. Darum geht's. Und auch in der Bildkomposition eigentlich ganz schön, wie immer ein Gemälde in gedeckten Farben, also Luther im normalen Gelehrtentalar in Schwarz und ein weißes Buch im Zentrum des Gemäldes, wo dieses zentrale Stück Wort in seiner Hand ist, auf das er auch noch zeigt. Und wenn wir dann noch weiterschauen, dann gibt es ein kleines, ja, was will man sagen, Schildchen mit einer lateinischen Inschrift. Was steht dort? Ja, das ist ein schwieriger Text, ist auch ein Zitat von Martin Luther, hat er in den 30er Jahren gesagt, in Latein. Heute kann man sagen, Gott sei Dank kann nicht jeder sofort das übersetzen, weil da steht, lebend war ich für dich, Papst, die Pest, sterben. Oder als Toter bin ich dein Tod. Also da sieht man den polemischen Luther, den unversöhnlichen Luther. Und auch da kann man sich heute nur für entschuldigen, für diese Ausfälle Martin Luthers. Ob es in Richtung Papst ist, ob es in Richtung Juden ist oder der Türken. Da gibt es viele Dinge, die heute nicht mehr tragbar sind. Und es gehört zur Auseinandersetzung mit Martin Luther dazu, dass man seine großartige Theologie wertschätzen kann. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir uns unkritisch ihm gegenüber verhalten. Hm. Diesen Fluch, den er da irgendwie auf sein Grab hat schreiben lassen, das geht gar nicht. Und da sind wir heute Gott sei Dank ein Stück weiter, ein großes Stück weiter. Mhm. Es gibt, das muss man zu Luthers Ehrenrettung sagen, eben auch Gott sei Dank ganz andere Stellen. Auch beim späten Luther, wo er sagt, er wird dem Papst die Füße küssen, wenn der das Evangelium freilässt und die Predigt des Evangeliums freilässt. Also da hat er auch einen Prozess durchgemacht. Da hat er, Gott sei Dank, und das sind die Stellen, an die wir heute im ökumenischen Dialog anknüpfen können, eben auch andere theologische Aussagen getroffen und hat auch ein Stück weit seine sehr apodiktischen Urteile zurückgenommen und konnte auch denken, das ist ein Unterschied, gibt und geben wird zwischen seinen Erfahrungen im 16. Jahrhundert mit den Päpsten und dem, wie dieses Papstamt gedacht ist. Und das öffnet die Tür dazu, dass man heute eben auch von der evangelisch-lutherischen Kirche aus ein ganz anderes Verhältnis zum Papsttum entwickelt hat und hat. Mhm. Und im Grunde mit Johannes dem 23., dem Konzilspapst, sich da fundamental was verändert hat. Glaube ich, heute kein evangelischer Christ mehr so wie Luther damals sagen wird, dass die Päpste nicht den christlichen Glauben leben oder nicht das Evangelium verkünden. Also da haben wir viel gelernt sind Gott sei Dank heute, wie gesagt, als Kirchen gemeinsam auf einem Weg. Dann soll das unser Schlusswort sein. Wunderbar. Lieber Jens-Martin, vielen Dank für diesen sehr intensiven und auch, sagen wir mal, sehr ausdifferenzierten Blick auf einen Menschen wie Luther, der doch an vielen Stellen sehr verehrt wird. Zu Recht, aber der anderen Seiten auch von sich trägt, die auch hier in Petri ablesbar sind, im wahrsten Sinne des Wortes, aber die wir versuchen, für uns gut umzudeuten, beziehungsweise in ein neues Gewand zu bringen, sodass wir da gemeinsam gut auf den Weg bleiben können. Vielen Dank als hauseigener Luther-Experte für diesen kleinen Exkurs. Großartig. Und wir sehen uns morgen wieder um 18:30 Uhr. Bis dann.